betrifft natürlich nicht alle in der Bevölkerung. An einer Präsidentschaftswahl nehmen ja im Schnitt nur so 55-60% der Amerikaner teil. Das ist weniger als eine Beteiligung bei einer deutschen Bundestagswahl. Aber die, die das tun, sind sozusagen begeisterter bei der Sache. Und auch freiwilliges Engagement in einer Kampagne gehört einfach aus amerikanischer Sicht zum Staatsbürgersein dazu. Bei Donald Trump ist es im Wesentlichen was Negatives. Also die Deutschen, die sind ja verrückt geworden, dass sie so viele Migranten ins Land lassen, die sie gar nicht vorher sicherheitstechnisch überprüft haben, ob die Terrorgruppen angehören oder nicht. Bei Hillary Clinton und Bernie Sanders klingt das ganz anders. Also Hillary Clinton sagt zum Beispiel, dass sie den deutschen Umgang mit erneuerbaren Energien für nachahmenswert hält und dass sie findet, auch Amerika muss mehr für erneuerbare Energien tun, um nicht ins Hintertreffen zu geraten bei der Weiterentwicklung dieser Technik gegenüber Deutschland, aber auch China. Und Bernie Sanders, wenn man ihm zuhört, dann findet er zum Beispiel, dass ein Gesundheits- und Krankenversicherungssystem, wie wir es in Kontinentaleuropa haben, eigentlich auch für Amerika ganz gut wäre, dass Amerika nicht so teure Studiengänge haben sollte, sondern es eben auch möglich sein sollte, ohne sehr viel Geld zu bezahlen, eine Universitätsausbildung zu bekommen. Am Ende sind die nach oben gekommen, die eher unbeliebt sind. Hillary Clinton hat eine Negativquote von 55% und Donald Trump, da geht das sogar bis an die 60%. Und da müssen wir uns wirklich fragen, auch was das für uns bedeutet, wenn in Deutschland mehr Basisdemokratie gefordert wird, führt das überhaupt garantiert zu den Ergebnissen, die wir wünschen, dass dann auch tatsächlich die Politikergebnisse kommen, die dann von den Bürgern stärker honoriert werden. Und Amerika zumindest 2016 scheint eher das Gegenteil.